Hallo und herzlich willkommen bei WFL Tech Talks. Heute geht es um das Thema Aerospace Manufacturing. Welche Bearbeitungen möglich sind und welche Vorteile es sich ergeben, das sehen wir gleich nach dem Intro. Hallo und willkommen zurück zu WFL Tech Talks. Heute dreht sich alles um das Thema Aerospace Manufacturing. In dieser Branche ist Genauigkeit bzw. Präzision das Allerwichtigste. Ein hoher Anspruch also für Maschinen und das zu verarbeitende Material. Um dies alles umsetzen zu können, hat sich WFL einige Punkte einfallen lassen, um diese schweren Prozesse bewältigen zu können. Näher erklären wird uns das Ganze allerdings der Abteilungsleiter der Anwendungstechnik, Reinhard Kohl. Herzlich willkommen. Herr Kohl, die Aerospace-Branche stellt große Anforderungen in puncto Material und Genauigkeit. Wie setzt eigentlich WFL diesen hohen Anspruch um, mit zum Beispiel der Blackbox oder dem WFL Eye Control? Wie funktioniert das? Ja, wie Sie schon sagen, die Aerospace-Werkstücke zählen in der Komplettbearbeitung mit zu den anspruchsvollsten Werkstücken. Zum einen, weil sehr, sehr schwierige Werkstoffe verwendet werden, zum anderen, weil die Genauigkeiten sehr hoch sind, aber auch, weil eine enorme Prozesssicherheit vorhanden sein muss, um reproduzierbare Ergebnisse zu bekommen. Dazu kommt noch die Protokollierung der Prozesse. WFL als Maschinenhersteller hat jahrzehntelange Erfahrung bei der Bearbeitung dieser Werkstücke und wir haben unsere Maschinen dahingehend optimiert und wir haben auch Softwareoptionen geschaffen, die diesen Anforderungen Rechnung tragen. Zum Beispiel unser Eye Control, mit der wir Prozesse kontinuierlich überwachen, aber auch Prozesssignale aufzeichnen können. Und das sind nicht nur Prozesssignale von der Maschine selbst, sondern es sind auch Signale von externen Sensoren. Das können zum Beispiel Kühlmittelpumpen, Kühlmitteldrücke oder auch Sensoren in Werkzeugen, vibrationsgedämpfte Bohrstangen, sensorische Werkzeughalter oder auch eine intelligente Spannbacke sein. Welche Werkstücke können eigentlich dann mit dieser Miltern gefertigt werden? Ja, wir sprechen grundsätzlich im Triebwerksbereich von allen rotierenden Teilen, das ist alle Triebwerkswellen, Scheiben, Disks, Blisks, Ringe, Bearings, aber auch die nicht rotierenden Teile, wie zum Beispiel Casings und auch Komponenten aus dem Treibstoffsystem eines Triebwerks. Bei den Flugzeugen an sich dann gibt es natürlich noch die Fahrwerke, da haben wir alles, was an Mainfittings, Slidern, Zylinder, Steering-Zylinder vorhanden ist, wird auf den Maschinen bearbeitet. Beim Hubschrauber muss man vielleicht noch dazu nehmen, also neben den Triebwerken kommen dann noch Getriebeteile dazu. Also alles, was dann zwischen dem Triebwerk und dem eigentlichen Rotorblatt sich befindet, das heißt Getriebekomponenten, Rotormast, Rotorkopf für Haupt- und auch für den Heckrotor. Welche Möglichkeiten in Bezug auf die Werkstückabmessungen bietet die Miltern eigentlich für die Komplettbearbeitung im Aerospace-Bereich? Ja, da haben wir einen sehr großen Range. Wenn man jetzt einmal den Durchmesser betrachtet, das ist das kleinste Aerospace-Bauteil, das wir bearbeitet haben, bisher also ca. 40 mm Durchmesser gehabt. Bei den großen Werkstücken gehen wir rauf bis 2000 mm oder auch bei Bedarf noch etwas mehr. Bei den Längen sieht es so aus, dass die meisten Aerospace-Teile bei maximal 4,5 Meter Länge aufhören, die für uns interessant sind. Allerdings haben unsere Maschinen noch wesentlich mehr bieten. Also wir können bis 14 Meter lange Werkstücke bearbeiten. Und wenn man das Gewicht betrachtet, spielt das jetzt bei Aerospace-Teilen keine große Rolle, weil unsere Maschinen immer auch für sehr schwere Werkstücke ausgelegt sind und die Werkstücke in der Aerospace-Industrie aber naturgemäß natürlich sehr leicht sein sollen, weil sie ja fliegen müssen. Und welche Herausforderungen bringen solche Werkstücke mit sich? Ja, wir haben es eingangs schon besprochen. Das sind zum einen natürlich die Werkstoffe, die große Herausforderungen stellen, auch die Genauigkeiten, aber auch die Prozesssicherheit. Wir müssen also sicherstellen, dass wir keinen Ausschuss produzieren. Aus zwei Gründen. Der eine ist, dass diese Rohteile oder die Werkstücke, wenn wir sie bearbeiten, sehr, sehr teuer sind aufgrund der Werkstoffe. Zum anderen, weil die Rohteilverfügbarkeit sehr schlecht ist. Also ich kann nicht sagen, jetzt warte ich auf ein neues Rohteil, da würde ich dann unter Umständen 6 bis 12 Monate warten müssen. Das heißt, wir müssen beim Bearbeiten externe Störfaktoren so gut es geht ausschließen und hier einen möglichst automatisierten, autonomen Prozess schaffen, sozusagen auch eine selbst adaptierende Maschine bei der Bearbeitung. Und das ist ganz wichtig mit sämtlichen Messvorgängen, die wir in der Miltern realisieren können, auch mit der Prozessüberwachung, die wichtige Informationen liefert, sind wir in der Lage, hier
kontinuierlich gleichbleibende Prozesse zu liefern. Und das ist eben sehr wichtig. Was sind eigentlich die Besonderheiten bei einer Bearbeitung mit einer Milton? Gibt es da spezielle Technologien oder auch Werkzeuge dafür? Das ist ein sehr breiter Bereich an Technologien und Lösungen. Um ein paar herauszupicken, sämtliche Variationen vom Tieflochbohren, also vom kleinen Einlippenbohrer bis hin zu sehr großen Aufbohrwerkzeugen, natürlich sehr lange Bohrstangen, um Austreibungen zu realisieren, Bottleboring-Prozesse, um Auskammerungen zur Gewichtserleichterung herzustellen, Ultraschall-Wanddickenmessung, um zum Beispiel Bohrungsverläufe kompensieren zu können. Das ist sehr wichtig, weil ja die Unwucht eines rotierenden Bauteils dann eine große Rolle spielt. Und umso wichtiger ist es, dass wir eine sehr, sehr geringe Unwucht nur vorhanden haben am Bauteil. Aber wir haben auch bei den Maschinenkonzepten hier Maßnahmen gesetzt. Beispielsweise haben wir jetzt anstelle eines Revolvers einen Einzelwerkzeugträger realisiert, weil diese Werkstoffe so verschleißend wirken, dass man ja alle nach relativ kurzer Standzeit die Werkzeuge alle umrüsten müsste am Revolver. Das heißt, dann steht die Maschine wieder. Durch den Einzelwerkzeugträger ist es jetzt möglich, kontinuierlich weiterzuarbeiten, die Werkzeuge automatisch zu wechseln und der Maschinenbediener kann dann, während die Maschine arbeitet, die Werkzeuge im Magazin wechseln. Also wir haben da auch Richtung Produktivität einige Maschinenoptimierungen vorgenommen. Herr Kohl, und nun zu unserer letzten Frage. Welche Vorteile bringt die Milzhörn in diesem Sektor? Ja, da denke ich jetzt an ein paar Aussagen unserer Kunden. Wenn man das so zusammenfasst, wäre das sicherlich die Zuverlässigkeit unserer Maschinen, die Performance, die wir bringen, auch bei diesen schwierigen Werkstoffen, die Genauigkeit, die wir an dem Bauteil realisieren können und das Anwendungstechnik-Know-how, das wir uns eben jahrzehntelang aufgebaut haben, das unseren Kunden auch immer wieder sehr hilfreich ist. Super, vielen Dank für dieses Interview. Dankeschön. Gerne. An dieser Stelle bedanken wir uns wie immer bei Herrn Kohl für dieses interessante und informative Gespräch und verabschieden uns bis zur nächsten Folge WFL Tech Talks. Tschüss und Servus.